Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute habe ich mir mal etwas wieder selber gekauft. Das letzte Video ist bei euch so gut angekommen und ich habe mich so mega geärgert. Hierum geht es. Es geht um die um die Alibaba und die 40 Räuber. Nein, natürlich nicht. Es geht um die Barbie Color Reveal. So schwer war das jetzt auch nicht. Ich habe euch ja die Serie Nummer 1 gezeigt und jetzt habe ich festgestellt, als ich das Video hochgeladen habe, dass es auch schon Serie 2 gibt. Toll. Das heißt, ich habe mich mal direkt irgendwie an meinen PC gesetzt und habe mir welche von denen bestellt, also von der zweiten Serie. Mal schauen, was sie da anders gemacht haben. Hier werden auf jeden Fall natürlich andere Barbies mit dabei sein. Ich sehe auch schon andere Haarfärbungen. Und das Besondere, was ich dieses Mal noch zusätzlich mir geholt habe, ist die kleine. Und das sind die Chelsea-Puppen. Das sind ja die... Sind das eigentlich Kinder oder sind das Teenager? Ich glaube sogar, dass es Teenager sind. Oder was meint ihr? Ist Chelsea? Nee, Skipper ist doch Teenager. Was ist denn Chelsea? Nee, Chelsea ist wahrscheinlich doch noch Kind. Wir werden uns auf jeden Fall mal die Unterschiede angucken. Ich habe nämlich hier vorne drauf schon gesehen, hier steht irgendwas von 6, steht irgendwas von 7. Also hier gibt es mehr Überraschungen als bei der Kleinen. Die Kleine kostet, ich glaube, 14,99. Für die Große habe ich 19,99 bezahlt. Weil ich jetzt wieder meine Marke spreche, blende ich hier oben in der Ecke mal wieder einen Hashtag Werbung ein. Auch wenn ich sie mir jetzt selbst gekauft habe. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich sie finden werde. Bei den letzten war das ja so, na, ich sag jetzt mal, nicht durchwachsen. Durchwachsen hört sich so negativ an, weil eigentlich fand ich sie jetzt nicht schlecht. Ich fand halt manche Sachen nicht so gut, dass man halt eben die Gelenke zum Beispiel nicht biegen konnte. Fand ich jetzt nicht so toll und dass sie halt so plastikmäßig war. Ich mag das lieber, wenn sie halt so gummimäßig irgendwie gemacht ist. Ich könnte mir aber natürlich vorstellen, dass es halt schwierig ist, das dann mit der Farbe da drauf so umzusetzen. Legen wir doch einfach mal los. Ich schalte schon mal hier runter. Das bleibt irgendwie nicht auf der richtigen Seite liegen. Es rollt immer weg. Ich denke mal, wahrscheinlich liegt da unten die Barbie drin. Deswegen funktioniert das nicht. Ich überlege auch, ob ich jetzt anfangen soll mit der Kleinen oder mit der Großen. Ich fange einfach mal mit der Kleinen an und bin sehr gespannt, ob sich auch da nachher noch was verändert im Gesicht. Das fand ich nämlich besonders gut bei der ersten Serie, dass ich da auch mit kaltem Wasser noch was im Gesicht verändert. Also vielleicht haben wir auch hier wieder irgendwie einen Schwamm mit dabei. Wir gucken mal hier hinten drauf, ob es da irgendwas zu sehen gibt. Ah, auch hier gibt es wieder was mit Eiswürfelwasser. Also man kann hier wieder mit kaltem Wasser irgendwas verändern. Dieses Mal sind es wohl die Klamotten. Und es gibt so ein Haarteil, den man sich anstecken kann. Also nicht sich, sondern der Doll anstecken kann. Es tut mir übrigens leid. Ich glaube, ihr seht das gar nicht. Meine komplette Unterlage ist klatschnass, weil ich eben gerade ein LOL-Video gedreht habe, wo alles ausgelaufen ist. Und jetzt habe ich die Unterlage dann doch wieder hingelegt und mein... Es ist einfach nur so eklig nass alles. Mann. Und ich wollte natürlich noch mal wieder ein bisschen was vorlesen. Einmal steht hier, hallo Zanzara, ich habe mich nie getraut zu kommentieren. Es ist gut, wenn du redest. Weil ich rede ja immer so viel, das sage ich auch jedes Mal wieder. Manchmal gibt es auch die Kommentare, red nicht so viel, hör auf. Ja, tut mir leid, dann müsst ihr leider woanders gucken oder müsst den Sound abstellen. Dann rede ich natürlich auch nicht mehr und mache dann im Hintergrund Musik an. Das ist dann auch ganz schön. Und bitte grüße mich, ich heiße Lotta. Liebe Grüße an dich, Lotta, und danke für deinen Kommentar. Wo kann man die Displays kaufen? Ich glaube, man kann Displays gar nicht kaufen, ehrlich gesagt. Ich bekomme die immer zugeschickt, direkt von MGA. Und der letzte Kommentar, den ich hier auch noch gerade sehe. Hätten sie, könntest du vielleicht mal. Was denn jetzt? Sie oder du? Nein, bitte du, nicht sie. Bei sie fühle ich mich immer gar nicht angesprochen. Ob ich mal Roblox Murder Mystery spielen könnte? Oh, da fällt mir gerade ein, ich habe die ganzen Freundschaftsanfragen nicht angenommen. Ja, also ich habe ja Roblox und habe auch Roblox schon gespielt. Finde ich tatsächlich auch ganz cool. Ich habe aber manchmal nicht so wirklich die Zeit dazu. Es gibt so viele Spiele auf Roblox. Heißt das dann auf Roblox? Also, ja, das ist ja irgendwie so eine Plattform eigentlich. Und es gibt schon Serie 17 von Playmobil. Die habe ich ja noch gar nicht. Weil du wolltest ja auch mal was mit Feen in deinen Geschichten machen. Das stimmt total. Ich habe aber auch schon sehr, sehr viele Feen. Und da gibt es halt auch Feen. Oh, ich bin ein riesen, riesen Fan von dir und die beste YouTuber. Oh, danke schön. Oh, danke schön. Ja, das ist natürlich ein guter Hinweis, mal zu wissen, dass es da Feen drin geben wird. Normalerweise habe ich mir auch immer direkt ein komplettes Display gekauft. Aber so ein ganzes Display ist ja schon immer ganz schön teuer. Deswegen habe ich leider dieses Mal, bisher auf jeden Fall, habe ich noch kein Geld dafür, dass ich mir das jetzt mal eben einfach so kurz holen könnte. Ist auf jeden Fall nicht eingeplant, weil ich habe mir nämlich was anderes gekauft von Playmobil, wo ich mich nicht zurückhalten konnte. Ich habe mir den nagelneuen Zoo geholt mit ganz vielen Zusätzen und ja, das war eigentlich auch schon nicht so eingeplant. Vielleicht habt ihr ja mein Vorschauvideo gesehen, wo ich auch das hier schon ein bisschen vorgestellt habe. Ja, es war halt eben nicht so geplant, dass ich mir die ganzen Sachen da hole und da muss ich dann doch noch mal ein bisschen gucken, ob sich das momentan lohnt, dass ich mir das kaufe oder nicht. Eigentlich ist es ein bisschen schade, aber ich weiß halt, wenn ich mir ein Display hole, immer, dass ich dann wenigstens komplett einmal die Serie voll habe, weil wenn man sich dann so welche bestellt, irgendwie online, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach zu groß, dass man viel doppelt hat. Da ist man einfacher bedient, wenn man sich einfach ein Display holt. Und wenn, dann habe ich ja immer gerne eine komplette Serie voll. Naja, ich muss mal überlegen. So, das hier brauchen wir
natürlich gleich noch, weil da müssen wir gleich Wasser reinfüllen. Ich habe sogar auch noch Wasser hier von dem letzten Video, aber ich meine, es soll warmes Wasser sein. Hä? Einfach erstmal lesen, was hier so draufsteht. Ich glaube, die Tüten, die mache ich die jetzt vorher auf? Ja, die mache ich vorher auf. Hier muss ich einmal noch in die Anleitung kurz reinschauen. Nicht, dass jetzt nachher hier irgendwas anders ist als sonst. Ah, okay, also ich muss doch nochmal aufstehen, weil ich brauche wirklich warmes Wasser. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ja, und wenn ich gleich noch irgendwie eine Frage habe, dann gucke ich nochmal nach, ob ich da irgendwie noch was finde, was ich irgendwie übersehen habe. Das hier ist schon mal die kleine Puppe. Kann ich jetzt schon mal rausholen. Ich gehe übrigens mal ganz stark davon aus, dass die Serie 1 wahrscheinlich ganz gut angekommen ist, weil sonst würde es doch keine Serie 2 geben, oder? Vor allem, dass sie das jetzt sogar noch ausweiten, indem sie jetzt hier auch noch eine kleine sich rausholen, dazu veröffentlichen. Ah ja, hier hinten wird nachher dann das Haarteil hier reingesteckt. Ja, das Einzige, was ich halt echt so ein bisschen schade finde, ist, dass es sich so plastikmäßig anfühlt und so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, halt nicht so nach Gummi. Das ist, glaube ich, das Sammelteil. Na, da gucken wir noch nicht drauf. Da gucke ich jetzt gleich erstmal drauf. Ich habe ja auch, oh, Entschuldigung, ich habe ja auch nur jeweils eine. Eigentlich ist mir das ja immer zu wenig. Ich hätte ja eigentlich immer gerne mehrere, um halt einmal so ein bisschen vergleichen zu können. Aber ich wollte unbedingt beide zeigen. Also ich wollte unbedingt die kleinen Chelseas zeigen und auch noch die normalen großen Barbies. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann hole ich mir halt von jedem eins. Es ist halt auch nicht ganz so günstig, leider. Zweite Tüte. Da haben wir... Hä, was ist das? Das könnte vielleicht ein Eis sein, so eine Mega-Eistüte. Das sieht ja fast mehr aus wie Sahne als Eis. Boah, jetzt habe ich schon wieder voll Lust gekriegt auf Eis. Oh, ich habe noch richtig leckeres After Eight, also Pfefferminzeis im Gefrierschrank. Oh, ich glaube, das werde ich heute nochmal essen. Ich gerade sagen nachher, aber es ist jetzt schon fast 23 Uhr. Ich nehme mal wieder zu einer unfassbar schönen Zeit auf. Für die meisten Menschen mag es sich komisch anhören, aber ich bin gerne um diese Uhrzeit wach, weil um diese Uhrzeit habe ich die meiste Ruhe. Da bohrt keiner über mir in der Wohnung. Da macht sonst keiner Lärm. Das ist ja eigentlich immer ganz, ganz angenehm, wenn ich dann ein bisschen meine Ruhe habe. Was ist denn da passiert? Das sieht aber nicht so schön aus. Hä? Wieso sieht denn das so komisch aus? Na gut, vielleicht ich stecke es nachher mal rein und dann vielleicht sieht es ja ganz anders aus. Es sieht auf jeden Fall so ein bisschen aus, als ob das jetzt so, ich weiß nicht, so, als ob das nicht so gehört. Als ob das irgendwie so ein bisschen so ein Unfall war. Ich finde es ja ganz hübsch, dass man verschiedene Farben hat. Also hier dieses Rosa und Braun. Aber es ist so, ich weiß nicht, es sieht verheddert aus. Ich glaube, ich muss, entweder muss man das mal so ein bisschen auseinanderziehen und dann ist das generell so dieser Style, dass das so ein bisschen Wuschellook oder sowas wird. Aber ich mag, glaube ich, bei solchen Dolls generell lieber ein bisschen glattere Haare. Ja, können wir jetzt nicht ändern. Wir haben jetzt auf jeden Fall krasse Locken. Aber das sieht dann schnell halt irgendwie mal so ein bisschen wirr aus. Und ein Rock. Ach, guck mal, da passt das ja auch. Das sind auch so kleine Eiswaffeln. Naja, Waffeln? Das ist so ein bisschen gestreift. Ich weiß nicht, ob das eine Waffel sein soll. Ich muss auf jeden Fall mir jetzt erstmal Wasser holen und sie dann hier eintunken. Und dann schauen wir mal, wie sie sich verändert. Und wir sehen uns gleich wieder mit einem vollen Glas. Ne, das ist ja kein Glas. Mit einer vollen Tube warmem Wasser. Was mir gerade hier aufgefallen ist, es gibt hier, glaube ich, gar keinen Strich. Beim letzten Mal gab es ja hier einen Strich. Wie voll man das machen muss, gibt es hier nicht. Jetzt muss ich nur ein bisschen aufpassen, dass es nicht überschwappt. Das wäre dann nicht so toll. Wobei, ist eh alles schon nass. Eigentlich völlig egal. So, ich zeige euch das mal wieder hier oben. Weil unten sieht man das nicht. Tunke das hier ein. Ah, da geht's schon wieder los. Ich finde schade, dass es schon wieder rosa ist. Das wäre doch mal cool, wenn es mal eine andere Farbe wäre. Nein, ich habe tatsächlich zu wenig Wasser. Na gut, okay. Muss ich hier so ein bisschen nach vorne und nach hinten schwenken, damit ich das auch alles abkriege. Aber sie geht nicht ganz unter. Ah, hätte ich mir aber nicht gedacht, dass ich da so viel Wasser reinmachen muss. Es ist knapp zwischen Überlaufen und Untertunken. Oh, da sieht man schon was. Oh, sie... Oh, weiß. Ich glaube, es ist ein weißer Badeanzug. Ich hätte ja auch direkt eigentlich mal kaltes Wasser mitnehmen können mit Eiswürfeln. Oh Mann, jetzt muss ich gleich nochmal aufstehen. Es ist noch nicht ganz sauber. Versuch mal hier so ein bisschen mit dem Finger das sauber zu kriegen. Sie hat dunkelbraune Haare. Oder ist das schwarz? Nee, es ist tatsächlich dunkelbraun. Und sie hat auch eine dunkle Hautfarbe. Ach, aber die sieht schon süß aus. Ich habe gerade eben schon mal ein bisschen das Gesicht hier gesehen. Ich hole sie mal raus und werde erstmal ein bisschen hier abtrocknen. Und dann zeige ich sie euch jetzt hier mal direkt. Ach, die hat aber ein super süßes Gesicht. Doch, die sieht auf jeden Fall sehr, sehr süß aus. Oh, sie hat doch einen kleinen rosanen Bart. Ey, vielleicht tauche ich sie doch noch mal ganz kurz ein. Lalala. Jetzt dürfte er weg sein, oder? Ja, jetzt sieht's gut aus. Sie hat bestimmt gerade so Erdbeermilch oder sowas getrunken. Deswegen hat sie so einen rosanen Bart. Ah, oder sie hat dieses Eis gegessen und deswegen. Na, wie das jetzt wohl aussieht, wenn ich hier die Haare reinmache. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Gibt es da ein unten und ein oben? Nee, das kann man wahrscheinlich so drehen, wie man will. Ob das gut aussieht? So ein kleiner Diamant hier hinten drin. Das sind jetzt die Haare. Ihr seht mich nicht sehr überzeugt davon. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Irgendwie sieht es komisch aus. Ich weiß auch nicht, ob man das hier abmachen muss. Nee, muss man nicht, weil dann, nee. Wenn man das abmacht, dann fliegt das ja einfach nur auseinander. Aber es sieht so ein bisschen, naja, es sieht halt eben nicht aus wie so ein Haar, sondern es sieht halt aus wie einfach nur so reingesteckt. Ist es ja auch.
Was meint ihr? Was haltet ihr davon? Also ich finde es ja generell schön, wenn man halt die Sachen durchtauschen kann, aber es ist irgendwie, ich finde, es hätte man besser machen können. Ich hole mir einfach jetzt erstmal kaltes Wasser und guck mal, was sich hier so vorne verändert. Vielleicht gewöhne ich mich ja an den Anblick. Wenn ich wiederkomme, finde ich es dann vielleicht ganz toll. Keine Ahnung. Mal gucken. Jetzt bin ich gerade die ganze Zeit am Suchen gewesen. Wo habe ich denn meinen Schwamm gehabt? Ich hatte gar keinen Schwamm. Man muss hier einfach, glaube ich, nur ins kalte Wasser reinstellen. Dann okay. Also ich habe hier ein Glas jetzt mit Eiswürfeln und tauche ich sie mal ein. Und da soll sich ja angeblich was jetzt hier im Badeanzug tun. Oh, okay, ja, es tut sich sofort was. Habt ihr es auch gesehen? Ich glaube, man hat es ganz gut sogar in der Kamera gesehen. Hier, diese Eiswaffel oben hat sich verändert. Das ging sehr, sehr fix. Aber sonst glaube ich nichts. Ich glaube, es tut sich auch nichts im Gesicht. Ich habe hier nochmal eben auf die Anleitung geschaut. Es wird sich nur das Oberteil verändern. Naja, also das funktioniert auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, dass ich die Haare immer noch nicht so wirklich gut finde. Also das fand ich bei den Großen definitiv sehr viel besser. Auch wenn da bei den Großen die Perücke so ein bisschen zu sehen ist, was eigentlich auch nicht so mega cool ist. Vielleicht ist es aber ja bei der Serie 2 jetzt auch anders. Vielleicht haben sie das ja anders gelöst. Guck mal, ob ich das hier einfach nur so... Oh, ach, das ist ja mega schön. Ha, das kann man einfach so mit der Wärme von der Hand wieder hell machen. Okay, cool. Aber jetzt ist es so einmal richtig durchgefrostet. Das geht immer wieder zurück. Das finde ich toll. Und ich finde, davon hätte man auch noch mehr machen können. Nicht nur hier vorne das, sondern lieber noch ein bisschen mehr mit der Farbveränderung, als jetzt hier so mit den Haaren. Dann hätte ich sie tatsächlich sogar auch lieber mit kurzen Haaren gehabt. Oder einfach mit so einem kurzen Bob. Aber die sehen ja auch alle so aus mit den kurzen Haaren, ne? Komm, dann ziehen wir sie jetzt auf jeden Fall auch nochmal an. Ich merke, dass hier überall immer noch Wasser rausgelaufen kommt. In jeder Faser hat sie hier noch was. So, einmal das Röckchen an. Das finde ich übrigens auch nicht schlecht. Also das ist absolut ausreichend, finde ich, wenn man hier einmal nur so einen Body hat, den sie drunter trägt und dann einfach einen Rock drüber. Da würde ich jetzt auch eigentlich gar nicht unbedingt was gegen sagen. Das finde ich jetzt nicht so schlecht. Wenn man denn irgendwas hier noch biegen könnte, das finde ich noch besser. Fehlen nur noch die Schuhe. Gehen auch schön leicht anzuziehen. Und das ist jetzt einmal komplett in kompletter Montur. Jetzt kann ich ja mal raufschauen, was wir hier für eine gefunden haben, wie sie heißt. Was ich mega cool fände, hier, das ist immer das Eis, wenn es auch immer eine große Schwester dazu geben würde, zu den Kleinen. Weil dann würde ich natürlich hoffen, dass wir einmal große und kleine Schwester kriegen, die zusammengehören. Ah, hier sind auf jeden Fall beide drauf. Aber die Frage ist, ob die auch zusammengehören. Ich glaube, ja. Ich glaube, das sind immer Geschwister. Ich glaube, das hier ist nämlich die Schwester von ihr. Und die hier haben wir ja. Wobei ich das Bild tatsächlich sehr übertrieben finde, weil die Haare sehen überhaupt nicht so aus. Es sieht so aus, als hätte sie mega krass viele Haare. Hat sie aber gar nicht. Oder findet ihr, das sieht so aus? Wie so krass viele Haare? Aber das Gesicht ist auf jeden Fall super süß. Oh, das sind tatsächlich immer Paare. Och, das ist voll schön. Dann hoffen wir jetzt, dass wir sie hier bekommen, damit ich die große Schwester auch kriege. Jetzt hätte ich so gerne ein komplettes Display davon. So, ich habe hier gerade mal einen Kommentar gesehen, der ziemlich lang ist. Ich fasse das mal ganz kurz für euch zusammen. Liebe Grüße auf jeden Fall aus Hamburg. BP, ich weiß deinen Namen nicht. Ich habe ihn hier nicht gefunden. Die gesagt hat, kannst du bitte die Nies-Etikette bewahren, weil du hast ja auch viele jüngere Zuschauer, die ich als Vorbild nehme. Und ich habe den Nieser in meinem letzten Video drin gelassen. Ich habe auch überlegt, ob ich den drin lassen soll, weil ich ja volle Kanne einfach genießt habe. Aber man muss das natürlich sehen, wenn ich draußen bin, niese ich natürlich nicht so. Dann niese ich natürlich nicht einfach so oder auch so. Aber ich bin ja hier alleine, also ich habe hier niemanden, den ich infizieren könnte mit was auch immer. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse es einfach mal drin, weil ich es lustig fand. Aber draußen niese ich natürlich keine anderen fremden Menschen an und das sollte eigentlich ja auch jeder wissen, hoffe ich jedenfalls. Ich habe ja auch schon gesagt, dass es immer wichtig ist, sich auch schön die Hände zu waschen und so. Das ist generell wichtig. Nicht wegen Corona nur, sondern generell ist es immer wichtig, sich die Hände zu waschen. Weil es gibt ja nicht nur solche Viren, sondern es gibt auch ganz viele andere Viren oder Bakterien. Deswegen ist es immer wichtig, daran zu denken. Und natürlich niemand anderen anniesen. Aber ich habe niemand anderen angeniesen. Keine Angst. So viel auf jeden Fall dazu. Ich dachte einfach, ihr habt da bestimmt Verständnis für, wenn ich mit der Kamera spreche und dann einfach mal mich selber anniese. Dann ist das nicht schlimm. Mir ist gerade schon mal aufgefallen, dass das eine andere Farbe ist als die, die wir eben hatten. Die ist nämlich lila. Beim letzten Mal war die aber nicht lila. Ich glaube, beim letzten Mal war die auch so rosa wie diese Chelsea. Dann haben sie ja doch tatsächlich was verändert. Das ist natürlich ganz cool. Wenn man sie hier so rausholt, ich glaube, da sieht man immer noch nichts, weil ich meine, dass das Gesicht eigentlich immer... Na, ich weiß es nicht genau. Ich war der Meinung, dass es gleich ist. Vielleicht stimmt das aber auch nicht. Ganz kurz einen Blick einmal hier drauf geworfen, ob es irgendwas anderes gibt. Auch hier gibt es wieder einen Schwamm mit dabei, wie bei der letzten Serie. Oh! Parfüm? Die sind einparfümiert, glaube ich. Das heißt, wir müssen an den Haaren schnüffeln. Das ist ja interessant. Und das sieht eigentlich im Grunde genauso aus wie das, was wir vorher hatten. Und deswegen fangen wir doch mal an. Hier gucke ich nicht rauf und ich weiß gerade auch nicht genau... Nee, das sind die Haare. Oh mein Gott. Ich weiß gerade auch nicht genau, wie die... Welche Haarfarbe die hatte, die wir jetzt wollen. Gott sei Dank, ich habe es sogar vergessen. Einmal blaue Schuhe mit einer Schleife vorne drauf. Ja, die sind ganz süß. Das ist wahrscheinlich der Rock oder der Schwamm.
Schwamm oder Rock? Schwamm? Schwamm. Oh, ein Blitz. Schnell wie der Blitz. Das war kein Witz. Dann ist das hier das Outfit. Oh, lecker. Donuts. Nom, nom, nom. Lecker Donuts. Ein Donutrock. Das könnte ja sogar tatsächlich passen zu der mit dem Eis. Oder mit der Eiswaffel auch was zu essen. Von der Farbe her könnte das vielleicht passen. Okay, ich gucke jetzt auch schon mal in die Perücke rein. Weil ich weiß sowieso nicht, welche Haarfarbe die hatte. Weiß. Oh nee, ich glaube, das ist die nicht. Ah, das passt nicht, oder? Von der Haarfarbe her? Ich glaube nicht, dass das die war. Aber es ist genauso wieder wie bei der anderen Staffel, also bei Serie 1. Ich sage mal Staffel, warum? Serie, Staffel, alles das Gleiche. Nee, es sind halt einfach weiße Haare mit so ein paar Strähnen in lila bläulich und eine, nee, eine nur türkis. Auf dieser Seite gibt es, glaube ich, mehrere Türkise. Also die Farbe finde ich schon mal sehr schön. Sehr schön. Und die Haare sind auch echt krass hier geföhnt. Die sind nicht ganz gerade. Die haben hier so eine Außenwelle. Ich meine, das bleibt wahrscheinlich sogar auch so. Das sieht schick aus. Dann muss ich mich wieder aufmachen und mal wieder Wasser holen. Hier gibt es auch wieder einen Strich. Hier gibt es einen, bei der anderen gab es keinen. Hier ist ein Wassertropfen auch noch drauf, dass man genau weiß, bis dahin darf man vollfüllen. Dann tunken wir mal. Tunk, tunk, rühr. Und das Wasser färbt sich lila rosa. Komm, zieh mal deine Arme hier ein, sonst kommst du gar nicht mit rein. Ups. Ah, da unten sehe ich schon. Ich sehe an den Füßen. Nee, sie ist nicht so dunkel wie die andere leider. Also haben wir leider keine Schwester. Schade. Mann, ich mag das doch so gerne, wenn ich immer ein paar Pärchen bekomme. Aber dieses Mal hat es leider nicht geklappt. Nee, sie ist auf jeden Fall heller. Da braucht man natürlich dann noch ein paar. Ach, wenn ich doch bloß ein paar mehr hätte. Vielleicht hätte ich mir einfach so ein Haar, aber das ist dann schon wieder so heftig teuer. Mit drei davon gekauft hätte, ist schon wieder so, Ach, ich glaube, so eine Haarfarbe habe ich aber schon mal gehabt. Da habe ich mich auch gedacht, ist das jetzt die richtige Haarfarbe? Ich tue sie mal wieder hier auf dem Tisch abstellen. Dann könnt ihr mal von oben ein bisschen gucken, wie sich hier die Haarfarbe entwickelt. Die ist nämlich eigentlich schon wieder so ein weißes, oder? So ein weißes Flieder. Oder ist das schon fertig? Ist das so? Nee, oder? Das ist doch immer noch die Farbe, die hier drauf ist. Ich finde das irgendwie so krass, dass die Farbe von alleine einfach so abfällt. Nur dadurch, dass man es so ein bisschen bewegt. Tue sie einfach noch ein paar Mal unter und dann hoffe ich mal darauf, dass das hier so abgeht. Weil sie ja im Prinzip auch noch die Haare verändert, wenn man sie im kalten Wasser, also hier mit Eiswürfeln wieder anfeuchtet, dann, nee, aber ich glaube, das geht weg. Vielleicht kriegt sie auch eine ganz andere Farbe. Vielleicht wird es ja auch blau oder so. So, wir holen sie mal raus. Vorne hat sie auf jeden Fall einen coolen Donut. Ja! Es kann doch sein, dass das hier so eine Candy-Serie ist. Irgendwie alles so mit Süßigkeiten. Da stand doch auch irgendwas drauf. Ah, ich muss gleich mal gucken. Eis und Popcorn war da unten abgebildet. Ah, ja, das zeige ich euch gleich nochmal, wenn ich das hier fertig habe. Und eigentlich müssen wir jetzt zuerst mal schauen, ob sich das verändert. Wo ist denn mein Schwamm hin? Hä, wo ist mein Schwamm? Hä? Ach, unterm Rock. Den tunke ich mal einfach hier in das Eiswürfelwasser. Und dann testen wir mal, was sich verändert. Schön aufmerksam hier erstmal angucken, wie sie jetzt aussieht. Eisblaue Augen. Versuche erstmal hier die Haare kurz. Blau. Oh, ich habe es zwar gesagt, aber ich hätte es nicht wirklich gedacht, dass sie wirklich blau werden. Schön. Blaue Strähnen. Hier hinten leider mal wieder nicht. Oh Mann. Warum nicht? Warum denn nicht? Das ist doch so schön. Hier klappt es auf jeden Fall hier im vorderen Bereich. Sie so türkise Strähnen, so ein bisschen wie das hier, der Anzug, den sie hat. Ob sich hier auch noch was tut? Nee, leider nicht. Ich wollte es einfach mal getestet haben. Weil beim letzten Mal, ich glaube unter dem letzten Video, stand dann so, ja, dass sich das da auch verändert. Aber ich bin der Meinung, das stimmt eigentlich nicht. Das war wahrscheinlich bei der Chelsea, das, was wir da jetzt hier angeguckt haben, eben da verändert sich das. Aber nicht bei ihr. Ich gehe jetzt hier einmal über die Augen. Tut sich da was? Hä? Hat sich da irgendwas gerade getan? Ist irgendwie dunkler geworden? Sind die Augen irgendwie blauer? Doch, ich glaube, sie sehen blauer aus. Tut sich hier irgendwas? Vielleicht finden wir noch irgendwas Geheimes im Gesicht. Hä? Kommt gar nichts. Was ist mit den Lippen? Ich mache das nochmal kalt. Ja! Oh, es war nicht kalt genug. Okay, alles gut, alles gut. Oh, jetzt wird es auch krass blau. Richtig, richtig türkisblau. Also wenn es nicht kalt genug ist oder vielleicht auch zu wenig Wasser drauf war, dann kann das natürlich auch sein, dass es nicht richtig funktioniert. Ich hatte ja so die Hoffnung, dass wir hier vielleicht noch irgendwas finden. Irgendwie so ein kleines Herz, ein Stern oder irgendwas Schönes. Nee, leider nicht. Aber sie ist auf jeden Fall jetzt richtig schön krass geschminkt. Das gefällt mir eigentlich ja fast noch besser, dieses Geschminke immer, dass sich dann hier irgendwie die Farbe noch verändert. Das sieht schon schön aus. Vor allem, dass es halt eigentlich normalerweise auch bleibt. Also beim letzten Mal war das jedenfalls so, dass sich das nicht so schnell wieder zurückverändert. Ich glaube, da müsste man dann schon ordentlich mit warmem Wasser wieder drüber rubbeln. Gut, dann fehlt jetzt noch der Rock und natürlich auch noch die Haare und die Schuhe. So, muss ich auch gleich mal ein bisschen weiter rauszoomen, weil sonst sieht man das ja alles gar nicht. Die ist dann doch ein bisschen sehr groß. Der linke Fuß ist ja ganz schön widerspenstig. Wieso geht das nicht rauf? Ah, und der rechte. Hä, habe ich die vielleicht falsch rum? Ja, das könnte natürlich sein. Ich dachte eigentlich, das war richtig
nicht so rum. Naja, passt ja irgendwie. Und das Wichtigste natürlich, die Perücke, die man ja auch mal noch durchtauschen kann mit allen anderen, wenn man denn mehrere hätte, was ich ja nicht habe. Aber ich glaube sogar, dass hier auch von der anderen Serie die passen. Also man kann die auch mit der anderen Serie noch durchtauschen. Hier muss man dann mal einmal schauen, wo denn die Ohren sitzen. Da ist das Ohr. Ach, die hat gar keinen Mittelscheitel. Ich dachte, die hätte einen Mittelscheitel. Nee, die hat so einen Seitenscheitel. Ja, man sieht ja, dass man hier so ein bisschen drunter gucken kann. Das sieht natürlich dann nicht so hash aus. Naja, aber die Haare an sich finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Und ich finde auch sie ganz cool. Also wir haben schon eine ganz schicke hier gerade erwischt. Auch wie hier die Haare so fliegen, das sieht schon schön aus. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Dann schaue ich hier nochmal auf den Sammelzettel. Der sieht auch wieder genauso aus wie der andere. Okay, also es gibt immer die gleichen Sammelzettel dabei, egal welche man sich holt, die kleine oder die große. Wir haben diese hier bekommen, die mit den Donuts. Und das wäre ihre kleine Schwester gewesen. Die hat ein Gummibärchen. Schade, dass wir die jetzt nicht bekommen haben. Ich hätte ja wirklich super gerne jede einmal gesehen, um dann auch mal zu vergleichen, wie sich die Gesichter halt irgendwie unterscheiden. Ich habe fast vergessen, an den Haaren zu riechen. Das muss ich jetzt nochmal nachholen. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Oh, und die riechen mega gut. Schade, dass es irgendwie keinen Hinweis darauf gibt, was das ist. Also es ist auf jeden Fall nicht fruchtig. Ich finde, es riecht mehr nach Keks. Nein, es riecht nach Donut. Ja, ich habe nämlich gedacht, es riecht irgendwie so nach Backwaren und gucke hier gerade hier so aufs Shirt und auf den Rock. Es ist ein Donutgeruch. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht immer nach den Sachen riechen, die sie halt hier auch tragen. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr lecker. So als ob man so ein bisschen so dran lecken möchte. Ich hole noch mal eben kurz die Kleine hier dazu. Ach, Moment, viel zu groß. Ach, und was ich beim letzten Mal voll vergessen habe, ich habe noch einen Highlight-Brief für euch. Und nein, ich hatte den hier liegen und habe den beim letzten Video einfach nicht vorgelesen danach, weil ich so viel irgendwie hier gemacht habe, es schon wieder so lange gedauert hat, dass ich das irgendwie voll vergessen habe am Ende. Ja, naja, das mache ich auf jeden Fall jetzt gleich noch, dass ich euch den Brief da einmal vorlese. Vielleicht nehme ich auch extra noch einen zweiten. Ich muss gleich mal schauen, wie lang der ist. Ja, was haltet ihr von denen? Was findet ihr besser? Die Kleinen oder die Großen? Also ich finde, man kann die eigentlich ganz gut auch zusammen sich holen. Und wenn man dann echt Glück hat, vielleicht hat man dann ja sogar auch ein Pärchen, was richtig schön miteinander harmoniert. So, die sind jetzt halt einfach irgendwie vielleicht nur so Freundinnen, was ja im Grunde auch nicht schlecht ist, ne? Das sind auf jeden Fall die Barbie Color Reveals aus der Serie Nummer 2. Schauen wir mal, ob es noch sogar eine Serie Nummer 3 geben wird. Bin sehr gespannt, wie das ankommt bei euch. Hab ja viele verschiedene Sachen auch gelesen. Manche haben gesagt, ja, voll super. Manche haben dann gesagt, früher war das aber besser. Und an verschiedenen Sachen dann gesagt, so, ja, nee, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Aber eigentlich sind sie schon ganz schön. Muss man sich überlegen, ob sich das lohnt für den Preis, also für 20 Euro oder 15 Euro. Naja, hat halt alles immer seine Vor- und Nachteile. Also gerade diese Farbveränderung finde ich super. Ich habe hier mal so einen kleinen Brief mir rausgeholt. Der ist doch ganz hübsch. Sehr, sehr schön beklebt, gerade mit diesem Glitzer. Oh, verschickt am Valentinstag, sehe ich gerade. 14.02. Ich komme einfach nicht weiter mit den Briefen, aber habe ich schon so viel aufgepackt. Ausgepackt. Oh, auch wieder ein kleines Geschenk. Hä, was ist das? Ah, das ist bestimmt für die Katzen. Ah, für die Katzen. Ein paar kleine Leckerlis. Oh. Ja, Amy ist ja leider so wählerisch. Die isst keine Leckerlis. Ich verstehe das nicht, warum die keine Leckerlis isst. Noch ein kleines Einhorn. Eine Einhornkatze. Oh. Aber der Kater, der isst alles. Also der wird das auch mögen. Ich wollte gerade mal gucken, aber er ist nicht da. Sonst hätte ich dem direkt mal was gegeben. Mal gucken, ob man was riecht hier durch. Also ich rieche schon was. Falls jetzt kommt noch in dieser Zeit, versuche ich noch mal irgendwas zu geben. Aber ich glaube, er ist nicht da. Bitte im Video öffnen. Ah, ich habe gerade gesehen, dass hier der Nachname steht. Okay, ich muss hier mal kurz zudecken. Sie hat geschrieben, liebe Zanzara. Hier steht nochmal dick Zanzi. Ich heiße Mara und gehe in die 3. Klasse. Durch dich habe ich meine Liebe zu LOL gefunden. Ich bin übrigens 9 Jahre alt. Ich hatte auch schon etwas von Pupsi, aber der Slime ist leider ausgetrocknet. Oh, das ist immer so ein Ding mit dem Slime, ne? Generell. Ich finde, Slime, entweder ist er dann zu wässrig oder zu trocken. Der kann einfach nicht mehr so bleiben, wie er will. Wie er soll. Wie er will schon. Ich liebe deine Videos. Könntest du bitte meine Freundinnen Lena und Leonie grüßen? Auf jeden Fall. Erstmal ganz liebe Grüße an dich, Mara, und auch an deine Freundinnen Leonie und Lena. Ich hoffe, die freuen sich. Ich habe auch 2 Haustiere, und zwar ein Pony. Das heißt Gladys. Süß. Und eine Katze, die heißt Ida. Gladys wird Gladys ausgesprochen, so wie ich es ausgesprochen habe. 13.02.2020, Zanzi und Mara. Ah, hier gibt es auch wieder ein paar hübsche Sticker. Sehr süß. Vielen Dank für diesen süßen Brief hier. Hat mich sehr gefreut. Und ich mache einfach mal noch einen zweiten auf, weil ich glaube, den schaffe ich auch noch. Der ist nämlich auch nicht so groß. Hier steht schon Zanzi und Lindsay. Also das heißt, sie wird wohl Lindsay heißen. Und bevor ihr alle wieder anfangt, mir Briefe zu schicken, nein, bitte nicht schicken. Ich kämpfe immer noch mit den Briefen, die ich jetzt habe. Ich habe fast 3 komplette Kartons voller Briefe und ich werde das nicht mehr schaffen, in diesem Jahr alles zu zeigen. Ich kann es euch jetzt schon sagen. Ich habe ganz, ganz viel aufgenommen. Ich habe ein richtig langes Video aufgenommen, aber es reicht trotzdem immer noch nicht. Ich hatte mich gerade gefreut, dass ich wieder so ein bisschen was abgearbeitet
hatte, dann war ich beim Postfach und es war schon wieder was drin. Nicht schicken, bitte, bitte. So schön das auch wirklich ist, die Post, aber ich kann euch da gar nicht gerecht werden, kann euch gar nicht alles zeigen und dann seid ihr alle enttäuscht. Einmal eine Postkarte. Ich möchte einen Pinguin, der morgens applaudiert, wenn ich aufstehe. Oh ja, kann ich bitte auch einen haben? Den fände ich auch sehr süß. Der Shopping-Gutschein für die nächste Tour mit deiner BFF. Was ist das denn? Schon viel zu lange nichts Neues mehr gekauft? Kein Problem. Jetzt wird eingekauft, bis die Tüten platzen. Wir gehen in unseren Lieblingsklamottenläden shoppen. Wir stürmen die Secondhand-Läden der Stadt. Achso, das kann man hier selber ausfüllen. Achso, und dann kann man das so hier verschenken. Wie witzig. Eingelöst am. Der wird nicht eingelöst am. Der wird dann behalten und dann ist das meiner. Ah, hier hat sie mir einen rückfrankierten Briefumschlag reingelegt für ein Autogramm. Problem ist, ich glaube, der ist nicht richtig beschriftet. Okay, das muss ich mir gleich nochmal angucken. Kommen wir einfach mal zum Brief. Hallo Zanzi, mein Name ist Lindsay. Ich gehe in die 6. Klasse und bin 12 Jahre alt. Ich schaue deine Videos jetzt schon ein Jahr lang. Das ist schon lang. Und wenn ein neues Video kommt, muss ich es direkt schauen. Am liebsten schaue ich Pupsi und LOL-Videos. Ich habe selber mindestens 100 LOL-Puppen. Was? Mit Toms-Puppen? Was ist das denn? Mit Toms? Und 12 Pupsi-Figuren und Einhorn. PS. Hashtag frag Zanzi. Bist du vegan? Nein, ich bin nicht vegan. Ich bin auch nicht vegetarisch, aber ich lebe fast eher vegetarisch, würde ich sagen, weil ich relativ wenig Fleisch esse. Es gibt ja immer so Leute, die essen irgendwie mega viel Fleisch, die brauchen auch irgendwie voll viel Fleisch, aber ich esse so von Natur aus, ohne dass ich mir jetzt irgendwie so eine Einstellung selber gesucht hätte, esse ich eigentlich von Natur aus relativ wenig Fleisch. Ich esse übrigens super gerne Avocados. Die sind sowas von gesund und ich liebe die. Am Anfang mochte ich die gar nicht so. Diesen Geschmack muss man erstmal irgendwie so kennenlernen. Wenn man dann erstmal so in diesem Geschmack drin ist, eine Avocado mit Salz und Pfeffer und irgendwie Zitrone und Tomaten, das dann so aufs Brot drauf, das ist so, so lecker. Hashtag fragt Sansi, was ist dein Lieblingsbrotaufstrich? So, jetzt habe ich es ja gerade aus Versehen schon beantwortet, weil das ist eigentlich mein Lieblingsbrotaufstrich, den man sich selber machen kann. PPS, ich habe auch Haustiere und zwar 3 Kaninchen und 2 Meerschweinchen. Ui. Die Kaninchen heißen Sternchen, Regenbogen und Tommy. Und die Meerschweinchen Krümel und Karamell. Lecker, da würde ich immer Hunger kriegen. Nun mache dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, deine Lindsay. Vielen Dank, Lindsay, für deinen süßen Brief. Ganz liebe Grüße an dich. Schicke ich von hier aus Hamburg. Und ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass du vielleicht entweder lebst du vegan oder irgendwie sowas in der Art. Oh, da stand auch noch was. Dann auf jeden Fall immer aufpassen, dass man auch genügend, ich weiß gar nicht genau, was da immer sein kann. Ich glaube, Vitamin B12 oder so hat man da schnell mal als Mangelerscheinung. Als Mangelerscheinung? Als Mangel? Als, Naja, du weißt schon. Also Vitamin B12 hat man schnell mal als Mangel, wenn man vegan lebt. Deswegen muss man da immer ein bisschen aufpassen. Was ich übrigens auch habe, dadurch, dass ich relativ wenig Fleisch esse. Das war's mit dem Video. Ich bin gespannt, was ihr wieder mal zu diesen Figuren hier sagt. Und ich glaube, jetzt schaffe ich es schon wieder nicht weiter aufzunehmen, weil jetzt muss ich erstmal was essen. Also werde ich mich in den nächsten Tagen mal wieder hinsetzen und dann endlich Playmobil aufnehmen. Ah! Falls es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Däumchen da. Falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.